Hallo, hier ist wieder eure Hanni und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder ein Schminke-Video, ja, und zwar mit dieser Cezia-Palette, ne? Da habe ich ja schon mal ein Haul abgedreht. Cezia, ja, dazu sage ich dann gleich noch mal ein bisschen mehr dazu. Und ich möchte heute sowas wie, guckt mal, wie das so, einen glitzy-blinky-rosa Look schminken, ne? Und ich würde sagen, ich habe hier viele Sachen rausgesucht, die alle wirklich in Rosa gehalten sind, bis auf zwei, drei Sachen, ne? Aber da sage ich dann nochmal dann immer da zu dem Produkt was dazu, ne? Und die ist toll. Und da gibt es heute gleich ein Schminki. Natürlich, passend zum Rosa-Look heute, ne? Machen wir uns den Blur-Primer hoch, ne? Mit Cranberry-Extrakt von Revive Loves Me. Der ist bald alle, der ist so ein bisschen bluish, ne? Genau. Und so sieht er aus, zeige ich euch nochmal so, ne? Und der muss ja ein bisschen sacken. Ne? Und ja, guckt mal, so ist die Konsistenz, ne? So, mal ein bisschen im Gesicht verteilen. Weil heute, das ist kein Motto-Schminki, es ist einfach nur, ich habe heute Bock auf Glitzer. Ihr habt das schon im Thumbnail gelesen oder in der Überschrift gelesen, je nachdem, was ich da reinschreibe. Heute glitzer ich von Honolulu bis zurück. So. Ja, ich habe halt einfach Bock drauf, Leute. Mir ist so danach. Und ich werde zwei verschiedene Looks machen auf meinem Auge. Na, genau. Ja, das war jetzt der Primer. Den lassen wir sacken. Und das hatte ich bestellt bei Cezia. Das ist so ein Online-Shop aus, oh Gott, Amerika. Und ich tue euch mal unten den Link in die Infobox reinmachen. Na, da mache ich euch einen Link rein. Google übersetzt es automatisch, wenn ihr das jetzt irgendwie eingestellt habt auf Deutsch. Und da übersetzt es Google automatisch. Und nur bei die Preise, ja, müsst ihr euch mal richtig gucken, begucken, da belesen. Und bei die Preise sind auch verschiedene Währungen angegeben. Und da müsst ihr das euch auch einstellen in Euro. Da steht in Dollar, in Euro. Ne? Und dann kann man da mal so ein bisschen durchwurschteln. Die Übersetzung ist sehr genau. Und ihr lacht euch kaputt, wie die Produkte übersetzt auf Deutsch heißen. Ja, das ist manchmal ganz witzig. Ne? Da heißt Menü Speisekarte. Ah, ne? Und genau. Und da könnt ihr die Palette, aber ich glaube, die ist jetzt teurer. Damals, wo ich sie bestellt habe, habe ich euch schon gesagt, dass ich euch den Hohl hier oben mal einlaufen lasse. Habe ich noch gar nicht gesagt, oder? Lass ich euch mal einlaufen. Und wenn ich das schon gesagt habe, schneide ich das raus. So. Und ich kann euch auch direkt unten in die Infobox den Link von der Palette reinsetzen. Allerdings ist sie gerade nicht im Angebot. Da ist diese Alice im Wonderland Edition im Angebot. Aber von den Farben ist sie genauso her. Und die glitzert auch so, ne? Also muss man halt mal gucken, wem die jetzt auch gefällt. Und die Farben, die hier drin sind, zeige euch das auch mal, gibt es noch in einer kleineren Palette. Guckt mal, oh, ist die nicht schön? Ich habe mir Beschriftung gemacht, was ich gleich benutzen werde, auf welchem Auge, auf welcher Seite, ne? Und der Spiegel war, der ist ja auch der Oberknaller. Und mal höher halten nochmal. So, ne? Und der Spiegel ist auch der Oberknaller. Riesending, da brauche ich mir jetzt extra keinen Taschenspiegel nehmen, ne? Und die gibt es noch in kleiner mit den Farben. Ja, müsst ihr mal gucken. Ich kann euch auch ein paar Links unten in die Infobox reinsetzen. Einfach mal gucken. So, der Primer ist etwas eingezogen, ne? Natürlich auch passend. Wenigstens ist der Aufsatz rosa von Yves Rocher. Ne? Und dazu den Buffer, der ist auch fast rosa, ne? Ja, aber auch nur fast. Aber ich muss wenig nehmen, weil das ist die Farbe. Es ist halt beige. Es ist die Farbe beige. Es ist sehr dunkel. Habe ich mir das jetzt schon? Da will ich nur wenig nehmen. Mal gucken. Ne? Nicht so viel. Erstmal für die Seite. Bisschen runterarbeiten. Ich weiß gar nicht, macht man immer Concealer vor der Foundation oder nach der Foundation? Ich bin mir da mal nicht so sicher, das macht auch jeder irgendwie hier anders, ne? Machen wir es halt danach, ist es eben so. Die kriegt so oder so bei mir eine Fältchen, von daher ist das egal, ob ich sie davor oder danach mache. Das ist bei mir Humpe-Bumpe. Wie gesagt, ich habe immer noch keinen Concealer gefunden, der jetzt richtig irgendwie, ja,
nicht in meine Fältchen kriecht. Dem feuchten Beauty Blender, der übrigens auch rosa ist, ne? Immer noch mal ein bisschen hier das so. Aber ich finde, das geht, wenn man wirklich zu dunkle Foundation hat, dass man von der weniger nimmt. Ja, ich würde sagen, die Foundation. Alles, was ich schon mal benutzt habe, stelle ich mal hier unten hin, damit ich weiß, dass ich das nicht mehr benutzen brauche. So, da habe ich ein bisschen mehr Übersicht offen. Aber als wenigstens sehe ich jetzt im Gesicht aus, als wenn ich ein bisschen Farbe habe, Leute. Ich bin zurzeit echt eine Blassnase vor dem Herrn, das sage ich euch. Ja. So. 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 Gut. Dann nehmen wir jetzt den Concealer. Und zwar, ne, wie gesagt, fast alles rosa. Habt ihr schon gesehen? Meine Nägel sind auch rosa. Habe ich euch schon mein Hello Kitty? Knödel-Dödel, guckt mal. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich habe einen Hello Kitty-Zopfhalter. Seht ihr das? Da, da. Ne? Weiß ich nicht, ob ihr den jetzt gesehen habt. Habe ich auch. Das Haarband natürlich, es muss alles. Dann habe ich, der Nagellack ist aber von dem 2K Beauty Adventskalender. Ihr seht, billig, blättert schon ab. Ich habe auch eigentlich ein rosanes Oberteil. Aber das ist leider in der Wäsche. Und da dachte ich so, naja, dann nehme ich halt dieses graue Glitzer hier, ne? Weil rosa und grau ist ja auch eine schöne Kombi, finde ich. Von dem, na, Flamingebells Adventskalender habe ich hier den No Panda Concealer. Der ist jetzt auch nicht so besonders, ne? Aber der hat wenigstens eine rosane Schrift. Deswegen dachte ich, so passt das auch schön dazu, ne? Gebe ich mir jetzt hier runter. Der ist auch ein bisschen dunkler, aber naja, ist halt eben so. Der ist richtig Schrott, der Concealer, ne? Ihr seht es, der deckt, also die Fältchen deckt da schon mal gar nicht ab. Aber er deckt wenigstens, wenn man jetzt so ein bisschen Augenschatten hat, schön wie du die Palette vor die Kamera hältst, Leute, sag ich schon. Honey, heißt. Ey, Leute, das ist voll Schnee draußen, ne? Also, soll selbst mein Balkon ist eingeschneit. Also so viel Schnee, wie wir jetzt haben, ja, das hatten wir die letzten 10 Jahre nicht. Also das ist wirklich ein Jahrhundertwinter für uns. Ah, und ah, es ist ganz schön schneeig draußen. Hier ist das so bisschen so. Naja gut, da kommt ja eh dann so der Highlighter hin, ne? Wie sagt immer die Graufalter 50, Neckebrotzone. Habe ich auch ganz schön, ne? Ist unschwer zu erkennen, aber ja. Aber hier kommt denn sowieso nachher der Highlighter hin. So, gut. Concealer eingearbeitet. Dann nehmen wir als von Essence You Better Work. Der ist nun natürlich nicht rosa. You Better Work Gym Proof Waterproof Eye Primer. Ja, den mache ich mir auch mal hoch. Was mache ich mir denn immer auf dem Finger? Ja, den müsste ich mal alle machen, weil ich glaube, der ist eigentlich nicht so lange haltbar. Naja, ich glaube, der müffelt schon ein bisschen. Aber es geht noch. Der kommt ja hier nur aufs Ding so. Ja, den muss ich jetzt mal kontinuierlich alle machen. Hier, ne, ich glaube, den muss man, glaube ich, nach 6 Monaten aufbauen. Bin mir nicht sicher. Ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt. Ne? Weiß ich nicht, keine Ahnung. So, den tun wir auch nochmal einarbeiten. Den Eye Primer. So, gut. Dann war zu der Cisia-Bestellung, wo ich die Palette bestellt habe, gab es eine Mystery Box. Und da war, ja, natürlich wie so eine Art Überraschungsbox, je nach Preisklasse. Aber momentan gibt es diese Mystery Boxen nicht. Konntest du 4 Mystery Boxen von 25 bis 100 Euro war alles dabei. Ich habe mir natürlich die billigste genommen, wo, ja, 4 Produkte drin waren. Genau. Gab es dieses Puder dazu, ne, mit dem Cisia-Logo. Da, und dann gab es dieses, und das hat natürlich auch einen Spiegel, ne, ist auch ganz praktisch. Das Puder ist wieder ein bisschen heller. Aber ich nehme das Ding jetzt hier nicht dazu, ne, ist auch natürlich nicht rosa, aber dafür habe ich einen super tollen Puderpinsel, der war mal in der Goodiebox, ne, und ich probiere mal, ob ich Produkt hier überhaupt
hochbekomme. Ne? Und dann pudern wir uns mal ein bisschen ab. So. Muss ich das abklopfen? Kann ja mal. Oh. Bisschen nicht zu doll über die Falten, weil man soll ja eigentlich Puder nicht so da, wo die Falten so sind, weil sonst betont es die Falten, glaube ich, noch mehr, habe ich mir sagen lassen, bin mir aber nicht so sicher. Ich bin da nur, ich weiß nicht, ne? Ich bin da nicht so, ja. Und wie gesagt, das soll heute einfach nur ein Glitzerlook werden. Und ich will euch einfach nur zeigen, was wir aus der Palette rausbekommen. Ne? Genau. Und da schminke ich erst einen Look auf dem einen Auge und den anderen Look auf dem anderen Auge. So, nun ja. Da sehen wir wieder gleichmäßig aus. Ne? Und das zu dunkel ist jetzt auch ein bisschen drüber von der Foundation. Ja, doch. Ach, doch, das Puder macht gut. Muss ich jetzt wirklich mal sagen. Also, das ist wirklich deckend. Oh. Huh? Okay, Babys. So. Ja, das ist das. Das ist toll, das Puder. Das gefällt mir. Und das passt genau auch zu meiner Hautfarbe, muss ich sagen. Ne? Also, ja. Das haben wir auch schon benutzt. Das legen wir mal hier unten hin. Den haben wir auch schon benutzt. Legen wir hier unten hin. Das ist auch da. Auch hier unten hin. Das. Also auch, legen wir hier unten hin. So, habe ich ein bisschen mehr Überblick. Dann nehmen wir. Erstmal mache ich noch meine Lippenpflege. Mit dem süßen Teil hier. Den habe ich mir mal bei Wish bestellt. Ne? Passt schön rosa Gold heute, überwiegend rosa. Und guckt mal, wenn es den noch geben sollte bei Wish. Und der gefällt euch, da ist so ein Blümchen drin und so Gold-Glitterpartikel. Und der gefällt euch, kann ich euch mal einen Link unten drin setzen, wenn es den noch gibt. Und der gibt so eine leichte Farbe ab. Ne? Erstmal so. Und seht ihr das? Der ist so leicht rosa. Passt doch heute. Aber der soll wie so Art. Bisschen Lippenpflege sein, ne? Ja, aber ich dachte, das passt heute so schön zusammen. Ja, genau. So. Und ich würde sagen, da kommt ja noch was drüber. So. Gut. Würde ich sagen, wir fangen dann jetzt mal an mit dem Lidschatten. Ja, ich habe heute Bock auf Glitzer, da freue ich mich so sehr. So, hier war ja auch in der Palette mit drin. Sollen so Lidschattenpinsel sein. Ich probiere das einfach mal aus, wie das mit dem so funktioniert. Ne? Das ist jetzt auch probiere. Ich habe das vorher nie ausprobiert. Dann nehme ich den von L'Oreal, auch bisschen rosa, bisschen zum Setten und Verblenden, weil ich finde, hier sind keine Setting-Tones drin in der Palette. Deswegen, ne, machen wir den uns mal hier bisschen hoch. Naja, da hätte ich vielleicht doch einen größeren Pinsel nehmen sollen. Ja, der ist jetzt auch nicht unbedingt rosa, aber der war hier mit in der Palette drin und ich habe mir überlegt, wir probieren den mal aus, ne? Ach ja, wundert euch nicht über die Geräusche in meinem Hintergrund. Ich wasche gerade Wäsche. Na, ja, muss ja auch mal sein. Na, der ist, naja, nicht so dolle. Ich dachte, das wäre ein flüssiger oder cremiger Lidschatten, weil ich mal so ein Testschminki machen wollte, wie so cremige oder flüssige Lidschatten auf meinem Auge halten. Und als er dann hier ankam, dachte ich so, oh, das wäre doch Puder. Naja, jetzt nehme ich ihn immer, wenn ich mich so ein bisschen dezent leicht schminke mit BB-Creme, nehme ich immer jetzt das und mache es mir so ein bisschen aufs Lid, damit die Augen so ein bisschen gleichmäßiger und freundlicher aussehen. Ne? Man sieht zwar nicht viel, da kannst du es gleich weglassen, aber ich habe es jetzt nun und jetzt wird das aufgebraucht oder halt als drunter geben zum Setten. So, ich würde sagen, wir machen jetzt mal mit der Palette los. Oh ja, ich bin aufgeregt, ich bin so aufgeregt. Die sind, ich mag, die gibt es auch noch in dunkler, die Farben, aber ihr wisst, ich mag mehr die helleren Töne. Die dunkleren Töne meine ich eigentlich nicht so. Und ich habe mir halt Notizen gemacht, wo ich was auf welches Auge raufgebe. Gut, ja, bin ich auch mal gespannt, wie wir mit dem Ding hier zurechtkommen, ne? Gucken wir einfach mal. So, auf das Auge macht, das wird, glaube ich, jetzt etwas dunkler. Genau, meine Notizen sagen es mir, die, was ich jetzt gemacht habe. Genau, und hier machen wir, jetzt nehmen wir,
Ja, jetzt seht ihr halt den Spiegel so mit dem Hintergrund, ne? Aber das ist ja nun nicht so schlimm. Ich habe ja nichts zu verbergen und mein Stativ besteht aus Boxen, wie ihr seht. Ich habe sowas alles gar nicht da. Dann nehmen wir den Ton hier, ne? Für den. Also krümeln tut sie schon mal nicht so doll. Es geht, ne? Also es geht, es geht. Ja, und ihr seht, hier sind überall so ein bisschen Muster so reingestanzt, ne? Eigentlich viel zu schade zum Verwenden, aber gut. Ich habe hab mir hier so ein Glas hingestellt zum Abklopfen. Naja, ein bisschen geht doch was ab. Ich dachte, im Glas sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Weil ich wollte mir jetzt nicht den Eimer aus dem Bad hinstellen, weil, nee, ist momentan nicht so schön. Ja, gut, fragt nicht weiter nach. So, mit welchem Auge beginnen wir denn? Nehmen wir das Auge? Wir nehmen das Auge. Na, wir machen mit dem Auge los. So, ich muss mir immer denn hier so für hier, also für die bewegliche Innenkante, Innenlid, Außenkante, Knochenkante. Oh, der, ui, der ist toll. Der ist schön. Oh ja, oh ja, oh ja. Können wir ja noch ein bisschen. Das reicht. Das reicht. Das reicht vollkommen zu. Ja, dann mache ich mir den mal ein bisschen sauber. Ja, das war dann der Ton, ne? Ich habe mal so ein Taschentuch hier hingelegt. Das mal wie Pinsel so ein bisschen. Ich brauche so einen sauber, so ein Pinselreiniger, ne? Diese, was in so einer Dose drin ist mit diesem. Das wäre aber. Hat die mir ja bei Wish bestellt, ist aber nie angekommen. Aber was bei Wish nicht ankommt, ne, kann man ja dann stornieren. Also was heißt stornieren? Aber das kann man melden, dann kriegt man das Geld wieder. So, dann nehmen wir. Das habe ich total falsch beschriftet, merke ich gerade. Aber ich komme trotzdem klar und weiß, wie ich das. Dann kann ich das ja schon mal abmachen. Ne? Habe ich jetzt abgemacht, die Notiz, damit ich weiß, dass ich das schon hatte. Ja, sonst vergesse ich das. Ich kann mir das nicht merken, Leute. Das ist nur mal so ein kleiner Tipp, ne? So, dann nehmen wir darüber den Ton. Halt da, den hier. Und den gebe ich mir denn hier in das bewegliche Innenlid rein. Genau. Und der glitzert aber schön. Und das ist auch mega. Und dann verläuft das. Oh, dann verläuft das so in den. Oh, guck mal. Den Ton hier rein. Also so sieht. Oh, finde ich richtig toll. Also die gibt gut was ab. Da kommt gut was runter, ne? So. Ich würde sagen, das war's auch schon, Leute. Überhaupt gar nicht. Wisst ihr was? Dann nehme ich den jetzt hier für hier oben für den Highlighter-Ton. So machen wir das. Muss alles benutzt werden hier. Genau. Den hier hatte ich mir gedacht, den helleren, der so ein bisschen aussieht, der so ein bisschen aussieht, als wenn. Ja, ihr seht meine Duff-Body-Lotion. Mega, oder? Ach, das läuft hier wieder bei mir. Der so ein bisschen schimmelig aussieht, ne? Den nehme ich denn jetzt mal so als Highlighter-Ton. Ja, so. Oh ja, oh. Man kann den ja auch. Oh, guckt mal. Man kann den ja auch, den Ton auch hier so als Highlighter. Schön. Aber wisst ihr, ich finde, die Palette ist der R-Palette von Essence ähnlich, von den Farben her fast. Naja, da machen wir dann auch mal einen Look und dann gucken wir mal an, welche qualitativ besser ist, die von Essence oder die. Also ich gehe stark davon aus, dass die besser sein wird. Also man sieht es ja jetzt schon, ne, dass die gut was abgibt. Auch hier die Glitzertöne. Einfach herrlich. Und ich würde sagen, das reicht auch schon. Das werde ich mir mal nochmal ein bisschen besser hier sauberer ausarbeiten mit einem Blenderpinsel. Aber obwohl, das geht mit dem hier auch, sehe ich gerade. Kann man auch mit dem machen, ne? Guckt mal, ja, das geht mit dem auch. Da brauche ich jetzt nicht extra nochmal einen Blenderpinsel.
Ja, ich würde sagen, das Auge ist fertig. Das waren halt schon mal die Farben. Für die untere Wasserlinie, da habe ich mir hier diesen Pinsel hier, der ist jetzt auch nicht Und unbedingt hier. rosa. So. Das mache ich auch schon mal ab jetzt. Ist ja wurscht. Die macht. Na, für hier unten. Sorry, dass ich euch jetzt gewackelt habe. Ich muss noch mal, war ja doch ein bisschen Fallout. Für hier unten, ne? So. Ja. Ja, ich muss heute wieder gucken, weil, wie gesagt, meine Kamera nimmt nur bis 45 Minuten auf. Und ein Video lädt es nur bis 45 Minuten auch hoch bei YouTube. Alles, was drüber ist, sagt da, Computer sagt nein. Ja, weil ich alles noch mit Handy mache, ne? Ich habe nichts. Keine spezielle Ausrüstung. Ich würde sagen, ich bin dann fertig. Also den habe ich mir hier auf die untere Wasserlinie runtergegeben. Ne? So, das reicht zu. Genau, da habe ich extra den helleren gewählt, weil wir ja hier dunkleren haben. Deswegen habe ich extra einen helleren Highlighter-Ton gewählt und einen für die untere Wasserlinie diesen helleren matten Ton von den beiden. Ne? Genau, und ich würde sagen, ich bin dann auch schon durch. Das ist die Seite. Wuh. Wuh. Ich bin begeistert. Also der Pinsel macht sich richtig. Nee, halt, der andere Pinsel macht sich richtig gut. Der macht sie auch richtig gut. Weiß nicht, ob der direkt für die untere Wasserlinie ist, aber ihr wisst, ich benutze die Pinsel so, wie ich denke. Ne? Ja, gut. Dann gehen wir zum anderen Auge. Für die Seite hier nehmen wir den Ton, ne? Gucken wir mal, wie der so ist. Jetzt fängt die Waschmaschine an zu schleudern. Ja, das ist auch toll. Nochmal, ich gehe nochmal rein. So. Schön. Die gibt gut. Oh, die gefällt mir. Ich bin begeistert. Also da hat sich echt doch, obwohl ich das schon recht teuer finde, für letztendlich umgerechnet habe ich 24 Euro bezahlt für die Palette, muss ich sagen, ich bereue es nicht. So. Dann für das Bewegliche. Innenlid, obwohl ich da was anderes, aber ja, ich weiß, was damit gemeint ist. Nehmen wir den. Oh ja. Guckt mal. Verläuft da so mit dem Ton. Wow. Also mir gefällt die richtig gut, die Palette. Also das Geld hat sich gelohnt, muss ich sagen. Das hat sich endlich mal, wenn ich dran denke, die All Around Glitter hier, ne, von Revive Loves Me. Na gut, was hat die gekostet? 3 oder 4 Euro? Nö, ne, ist logisch. Und wenn man dann doch eine Palette hat, die bisschen mehr, bei mir gefällt das richtig gut hier, Leute. So, dann nehmen wir. Ich würde sagen, es reicht auch schon, ne? Als Hi, warum habe ich mir den jetzt sauber gemacht? Dann nehme ich den wieder den schmaleren Pinsel hier oben, ne? Für den Highlighter nehme ich die Farbe hier, ne? Man soll ja immer den helleren Ton nehmen als Highlighter. So viel konnte ich hier bei YouTube auch schon lernen. Ein bisschen. Oh ja, der ist sehr, sehr dezent. Aber dafür ist es ja da einfach nur, könnte man auch als Highlighter-Ton für hier nehmen, ne? Ja. Ja. Ah, der ist wirklich sehr. Der ist noch dezenter wie eigentlich der hier drüben, ne? Der glitzert weniger. Deswegen werde ich den jetzt auch mal nicht abklopfen. Ja, der ist weniger glitzerig, aber naja, gut, ist ja nun nicht schlimm, ne? Man muss ja auch nicht immer, ja,
Aber jetzt doch, jetzt sieht man langsamer was, ne? So. Also, ich mach noch mal kurz. Ah, nee, wartet mal. Ich mache jetzt erstmal noch. Ja, also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so gut wird. Dann nehme ich den dunkleren Ton für die untere Wasserlinie. Na? Wirklich. Also ich habe jetzt wirklich komplett alle Farben, alle Kapazitäten von dieser Palette ausgeschöpft. Oh ja, oh ja. So, ne? Man kann auch diese matten Töne für zum Ausarbeiten für die harte Kante nehmen, ne? Kann man auch eigentlich machen. Aber ich habe mir so gedacht, so nein, du willst auf dem Lid heute glitzern und unten rum nicht. Das war jetzt auch, hat sie jetzt auch komisch angehört, ja. Ja, und ich würde sagen, das ist dann auch fertig. Ich werde noch ein bisschen den Fallout wegmachen. So, guck mal. Ja, das reicht auch schon zu. Na? So, naja, ist doch nicht schlecht geworden. Ich freue mich richtig. So, dann haben wir hier an der Seite, ich denke mal, das sind so Blushtöne. Ne? Genau. Den etwas helleren Blushton, ne, ich vermenge das so, mache ich auf der Seite hin. Und dann nehme ich diesen tollen Pinsel hier von der Sogosi, Revile Loves Me LE, ne? Der ist toll, ne? Da muss ich jetzt gucken, dass ich hier nicht so gegenditsche, weil, ne, so. Und gehe ich jetzt mal hier rein. Ne? Dann gehe ich jetzt mal hier so. Oh ja, oh, das ist auch schön. Ich fand, das passte jetzt zu dem Motto schön hier Rosgold, Glitzy, ne? Da passt das doch super dazu. Ich würde sagen, das reicht schon an Blush, Leute. Jetzt habe ich endlich mal wieder ein bisschen Farbe im Gesicht. Ne? Oh, im Spiegel sieht es aber noch intensiver aus, muss ich euch mal sagen. Also das reicht. Das reicht richtig zu. Uiuiuiui. Seht ihr das? Also ich sehe das gerade nicht, aber ich weiß nicht, wie das dann nachher aussieht, wenn das Video fertig ist. Also, da brauche ich jetzt wirklich nicht weiter noch mal reingehen, der reicht vollkommen zu. Sieht jetzt aus. Oh. Also ich sehe das hier im Spiegel, aber naja, schauen wir mal, wie das denn aussieht, wenn das Video fertig ist. Ne? Aber so habe ich jetzt wenigstens mal ein bisschen Seite. Nämlich den dunkleren Blush. Oh Gott, der ist ja eigentlich auch schon dunkel, aber dann werden wir mal ein bisschen weniger jetzt machen. Ne? Also, oh. Das ist ja echt. Der ist ein bisschen nudiger, ne? Und der ist ein bisschen dezenter. Also, Quatsch. Der ist nudiger und der ist ein bisschen nicht dezenter, intensiver. Meine Güte. Weil hier hatten wir ja einen helleren Augenlook, deswegen der intensivere. Hier hatten wir einen dunkleren Augenlook, deswegen der etwas nudige, ne? Ja, genau. Es ist echt unterschiedlich. Aber hier sieht es so aus, als wenn es hier so lila ist. Ja, es ist schon ganz schön, schön, schön. Ich glaube, ich muss noch mal den Puderpinsel nehmen hier. Gucken, ob wir das noch mal ein bisschen verblendet bekommen. Ja, so, ne? Noch mal ein bisschen Puderpinsel noch mal. Ja, sieht das schon besser aus. So, gut, haben wir das mal jetzt ein bisschen verblendet hier. Doch, also endlich mal auch Blush, der gut Farbe abgibt. Ich habe einige Blush gehabt, die nicht so wirklich Farbe abgeben. Aber da habe ich auch schon ein bisschen was aussortiert. So, Leute, da bin ich wieder. Das war die Palette. Und guckt mal, wie wieder das Glitzer runterrieselt. Und die macht gut. Also, ich finde wirklich mega. Wirklich. Also mir gefällt die richtig gut. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Ne, Blush habe ich jetzt ein bisschen verarbeitet, verblendet. Ja, wir sind aber noch nicht fertig. Wir wollen ja noch ein bisschen den Rest fertig machen. Weil da was drin, was ich euch zeigen muss. Ach so, es war auch ein in der Mystery Box von der Cezia war auch dieser Liquid Lidschatten. Der ist Gold, ne?
Ich wollte da mal so ein Test-Schminki-Video machen oder nur von dem Lidschatten, wie das bei mir hält, weil ich weiß nicht, ob Liquid-Lidschatten so bei mir halten. Ne? Da muss ich dann mal so ein, da mache ich mal so ein, aber das irgendwann mal. Das gebe ich mir hier so rein, dann gucken wir uns das mal an. Ach so, ich wollte mir eigentlich. Oh. Toll. Also das gibt auch gut was ab, ne? Jetzt habe ich mir das direkt ins Auge. Na, live ja bei mir, ne? So, und das tue ich mir noch mal ein bisschen vertupfen. Das hört sich auch gut an, ne? Vertupfen. Warte mal. Aha. Ja, oh, ja. Also als Top, also als Topper für den Innercorner, ne? Um den ein bisschen zu betonen, weil die ist auch so schön rosa, ne? Die war in meinem Parfüm Dreams Adventskalender und hier hat man verschiedene Highlighter und ich würde sagen, wir nehmen den rosanen Highlighter-Ton, diesen tollen Pinsel hier. Der war auch mal in der Goodiebox. Eigentlich, Leute, wollte ich erst eben von hier diesen von Steve Laurent hier drauf machen. Der ist auch richtig glitzer. Aber ich dachte so, nee, das wird dann sonst zu viel im ganzen Gesicht. Du glitzerst ja heute schon schön um die Augen, ne? Da musst du das jetzt auch nicht nur im ganzen Gesicht haben. Das ist ein bisschen zu übertrieben. Aber ich finde, der rosane passt halt schön zum rosa Glitzer, Schminky, Flinky, Pinky Look. So, dann machen wir uns mal den Highlighter-Ton drauf. Ja, der ist jetzt. Seht ihr das? Ist jetzt auch nicht Andere so. Seite noch fertig machen. Weiß jetzt nicht, ob das unbedingt so ein Highlighter-Pinsel ist, aber ich nehme den einfach dafür, ne? Ja, hier kommen auch schon die Haare raus, seht ihr das? Ich habe den auch schon gewaschen, bevor ich den in Anwendung genommen habe, weil ich mache das jetzt auch so, dass ich alle neuen Pinsel, die ich neu bekomme. Also gefällt mir richtig gut. Doch, muss ich mal sagen. Das ist die Love Palette. Ja, passt jetzt schön hier zu dem rosa Motto. So, dann kommen wir von dem Sunkist Adventskalender, nehmen wir diesen Bronzer hier, aber die Verpackung ist auch halt rosa Gold, ne? Und jetzt kommt wieder mein Lieblingspinsel von dem Flamingo Bells Adventskalender. So, der hier, ein Ne? Spiegel. Und den Bronzer gebe ich mir immer gerne mal hier so hin, ne? So an der Seite, so auf den Wangenknochen. Und das reicht auch schon zu, ne? Also mehr brauche ich jetzt nicht, dadurch, dass ich ja ganz schön Blush mir raufgegeben habe. Ne? So, genau. So, gebe ich mir. So. Fertig. Ne? So. Guck mal, also es ist schon ein bisschen was abgegangen hier. Aber so ein Glas sieht doch ein bisschen schöner aus, wenn man das abklopft wie so ein Mülleimer, ne? Genau, dann gebe ich mir noch mal ein bisschen diesen Highlighter-Ton, den Pris Magic Highlighter-Ton. Hier noch auf die T-Zone. Auf die Nasenspitze. Ich mag das total, wenn die. Mir gefällt der Look. Doch, finde ich toll. Also mir gefällt das richtig gut. Auch bis auf das Unterschiedliche ist auf den Augen, aber die Lidschatten, ich bin immer noch begeistert von dieser Lidschattenpalette. Also die ist wirklich. Boah. Ich will euch nicht animieren, die zu kaufen, weil. Oh, mein Fuß ist wieder eingeschlafen. Oh. Ah. Aber ja, der ein oder andere sagt sich, ich finde die auch schön, ne? Müsste halt aber 4 Wochen warten, bis das hier ankommt. So, dann war in dieser Mystery Box. Mache ich das jetzt, mache ich es danach? Nö, ich mache ja kein Fixierspray hoch, weil ich da keins habe, was jetzt unbedingt so. Ne? Doch, ich hätte eins. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Und zwar das hier, der Healthy Glow Booster Illuminating Mist, war doch in meinem Pink Panda Haul. Kann ich den mal hier oben durchlaufen lassen? Im I, andere Seite, ne? War in der Mystery Bag, ja, und da war eine wunderschöne Lidschattenpalette in der Mystery Bag. Ich würde sagen, wir schütteln uns das erstmal durch, ne? Weiß nicht, soll das Primer sein?
Mist ist eigentlich, das ist eigentlich egal, kann man als Primer nehmen, aber auch zum Fixieren. Ich nehme das jetzt zum Fixieren und gut, ne? Gucken wir mal, wie überhaupt der Sprühkopf so ist. Okay, Feuer frei, Marianne, würde ich sagen. Oh, der Duft ist schön. Ein angenehmer Duft. Oh, mega. Ey, toll. Wirklich. Okay. Ein angenehmer Duft, der riecht richtig gut. Ich habe Fixiersprays da, die stinken mir über, sei euch. Oh, das ist toll. Oh, das ist richtig. Ja, für einen Glow-Look ist das toll. Ich tue mir das mal so leicht einarbeiten. Oh, der duftet so gut. Oh. Oh. Na? Weil wenn wir glitzern, weil Glitzer, ich finde Glitzer passt so schön zum Glow-Look, muss auch ein Glow-Spray. Ja. Und lohnen wir? Naja. Gut. Hätte man vielleicht nochmal aufspringen können? Ja, aber das ist das. Habe ich jetzt zum ersten Mal probiert. Das ist toll. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Ich gucke Das mir werde ich mal. machen. Oder? Ein bisschen schon, ne? Glaube ich. Auf jeden Fall mega. Der Geruch ist auch toll. So, dann war was mit in der Mystery Box von Cisea. Zwei Maskaren. Ich habe mich erst gewundert und dachte so, die sind natürlich jetzt auch nicht rosa, ne? Oder Gold oder sonst was. Ist einfach so holographisches Design. Und ich habe so gedacht, so, wieso zwei Maskaren? Wenn das zwei schwarze sind, was soll ich mit zwei Maskaren? Dann mache ich die auf. Der hier ist, naja, ich weiß nicht, was das für eine Farbe sein soll. Bordeaux? Rot? So, ne? Auf jeden Fall kein schwarzer. Und der andere. Ich habe erst gedacht, ist das wirklich ein Mascara oder? Ja, und da haben wir den hier, ne? Der hier, der sieht so aus. Ein brauner. Ich würde sagen, wir machen jetzt, wo wir das bisschen dunklere geschminkt haben, probieren wir mal den braunen Mascara aus. Ich bin echt gespannt, wie der so, ne? Also, boah. Naja. Ich fange immer mit den unteren Wimpern an, weil wenn ich erst oben anfange, man reißt ja immer das Auge so auf. Naja, ist nicht doll. Na, der ist jetzt nicht so doll. Oh, mega gut. Doch. Ne, der macht jetzt nicht so großartig Länge. Macht er jetzt nicht so rein. Oder? Naja, doch ein bisschen. Aber der trennt die richtig gut. Guckt euch das mal an. Also wenn man jetzt einen unauffälligen Look schminken möchte, dass man jetzt nicht unbedingt so, ich schüttel noch mal, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, kann man den durchaus nehmen, ne? Wenn man jetzt so ein bisschen dezenteren Look schminkt. Wo verkehrt finde ich den jetzt nicht, aber na gut. Naja, so sieht halt der Braune aus. Naja, wer es mag, ne? Bisschen dezenter, wer es dezenter mag, macht er länger. Naja, doch, man sieht jetzt, wohl es geht. Guck mal, hier habe ich kein Mascara oben, ne? Da habe ich Mascara oben, der macht schon ein bisschen länger. Aber die Bürste ist mega. Der trennt die Wimpern richtig gut. Also ich finde den toll. Finde ich jetzt nicht so verkehrt. Könnte ich mir wirklich vorstellen, wenn man jetzt so bloß so ein unauffälligen Nude-Look schminken möchte, dass man den dafür benutzt. Gehen wir jetzt zu dem Doch. anderen. Aber. Und der stempelt nicht ab. Schnell getrocknet jetzt, muss ich sagen. Okay. Doch, doch, der ist gut. Dann, oh, jetzt bin ich aber mal gespannt auf den hier, Leute. Und ich habe mir ja sagen lassen, aber ich fange sowieso erstmal mit den unteren Wimpern an. Ne, dann nehme ich die gebogene Seite für die unteren Wimpern. Ja, wie mache ich das jetzt hier? Ja, muss ich mit links machen. Jetzt habe ich mir die Haare mit eingefärbt. Schon
Schon eine interessante Farbe. Der hat auch was. Naja, dann gehen wir jetzt mal oben hin. Und ich habe mir ja sagen lassen, man soll ja so lang, wenn man die oberen Winter, soll man mit der, also so lang tuschen. Ja. Und das macht sich mega gut. Das war ein guter Tipp von der Claudi natürlich, von wem auch sonst. Na, die hat das so gesagt. Man soll dieser, Mensch, dieses Haar, ja. So, ne? Es ist doch lila, ne? Also es sieht mir so stark nach lila aus. Der sieht gut aus. Mit dem lila Mascara. Da, jetzt die Seite so lang. Guck mal, ey, das sieht doch, das hat auch was. Also das ist mal wirklich was anderes. Ne, der braune ist mehr so nude für den. Ja, aber also der ist toll. Also damit kann ich mir vorstellen, öfters mal einen Look zu schminken. Aber ich glaube, dass der besser zur Geltung kommt, wenn man einen helleren Look auf die Augen macht. So ein, ne, dass man vielleicht, wenn man jetzt einen Smoky Eye Look macht, ich glaube, da bringt der gar nichts. Aber wenn man jetzt so einen helleren Look macht, heller wie jetzt hier, dann müsste man mal wirklich gucken, ne? So, okay. Ich habe jetzt mal mehrere Schichten aufgetragen. Das ist der lilane. Das ist der braune auf der anderen, das ist der lilane. Ja, gefällt mir. Also ich finde den. Ich habe jetzt noch mal hier unten rübernehmen. Ja, jetzt seht ihr meine Unordnung da hinten. So. Ja, doch, der ist auch nicht schlecht. Der gefällt mir richtig gut. Ja, doch, der gefällt mir. Muss ich wirklich sagen. Unten in die Kommentare, was ihr dazu sagt, ne? Ob mal so ein lilaner Mascara ist mal was anderes. So, und dann habe ich hier von MCO Beauty. Sieht so ein bisschen aus wie so Dupe von Fenty Beauty, oder? Naja, der ist auch so rosa Glitzer, ne? Lipgloss, den packe ich mir jetzt mal runter. Oh, der ist aber ganz schön. Und oh, der riecht nach Erdbeere. Oh ja, der gefällt mir richtig gut. Der ist aber ganz schön fedrig aus, ne? Aber ich finde, von den Schimmerpartikeln, die hier so ein bisschen mit drin sind, seht ihr da was? Sehe ich nichts, ne? Irgendwie sehe ich da nichts. Könnte ein bisschen mehr glitzern auf den Lippen. Ja. Okay. Ist halt auch so für den natürlichen, nicht so unauffälligen. Ja, ihr Lieben, ich mache jetzt noch schnell meine Haare zurecht und gucken wir uns das gleich mal an, wie das aussieht, wenn ich fertig zurecht gemacht bin. Aber ich finde jetzt so, doll Unterschied sieht man da doch, sieht man schon auf dem Auge, ne? So, ich bin dann wieder da. Ja, ne, fertig gestylt. Es ist jetzt nicht mit unterschiedlichen Looks ausgelookt, aber ich würde so mit dem Look würde ich auch rausgehen, ne? Ja. Ach ja, ich habe noch meine Augenbrauen zurecht gestylt mit dem Luna bei Luna. Der war mal in der Glossy Box, ne? Ist jetzt aber auch nichts so Besonderes. Ja, das war die. Ich kann die nicht oft genug zeigen in die Kamera. Das war die Cezia Spieluhren Palette, ne? Oder Karussell Spieluhr Palette oder wie auch immer. Oh, ich finde die so toll. Die gefällt mir richtig gut. Oh, I love it. Und die hat gut was auf meinen Augen abgegeben. Sehr schön. Die gibt schön Pigment ab. Ja, ihr Lieben. Hat euch dieses Video gefallen? Darfst du mir sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben geben und schreibt mir gerne in den Kommentaren, ja, wie ihr den, vor allen Dingen die Mascara so findet, der braune und der lilane, wie ihr den Look findet oder die Palette an sich, ne? Und Tipps nehme ich auch gerne entgegen, wenn ihr irgendwelche Tipps und Ratschläge und so habt, gut gemeinte. Ja, und bist du neu auf meinem Kanal, zufälligerweise dazu gestoßen, darfst du mich auch sehr, sehr gerne abonnieren, würde ich mich von Herzen über freuen. Hier blende ich dir meinen Abo-Button ein, ne? Oder meinen Kanal zum Abonnieren. Hier siehst du bestimmt irgendwo die Playlist von meinen ganzen Schminkis. Hier kommt immer der aktuellste Upload und hier lasst euch überraschen, was ich hier euch für euch ein Video einblende, ne?
Und es war mir heute wieder ein ganz schönes Glitzer, Blinky, besondere Spielen, Uhren, Karussellfest. Macht's gut. Tschüssi, eure Hanni.